Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Eigentlich wollten wir direkt in die Wasserhöhle gehen, aber ich habe ja von lieben Darth Anakin Kommentare bekommen. Und falls ihr euch erinnert, dieses Vieh da hinten, das hat mich ja damals mega weggeflankt. Und ich will einfach mal ausprobieren, ob wir das vielleicht doch noch besiegen können. Wir werden sehen. Guck mal, der greift mich nicht mal an, der Sack. Hat er keine Angst? Stopp! So. Okay. Was? Der ist nicht stärker. Was ist eigentlich seine Schwäche? Seine Schwäche ist Erde. Heißt, ich wechsle einmal kurz. Wie viele AP hat der? Also 8300 sollte drin sein. Wobei, der hat ja diesen Mega-Rage, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, der hatte irgendwie so eine Rage-Attacke. So, wir blocken einmal kurz. Warten, bis wir aufgeladen sind. Ach, guck mal, was ist das denn? Easy! Anormale Kugel erhalten. Wofür ist denn die anormale Kugel? Das müssen wir mal kurz nachgucken. Künstliche Segenskugel, die im Besitz von Hellions eine seltsame Verwandlung veranlasst. Steigert die maximale KP aller. Und wie benutze ich das? Klingt voll gut. Muss ich die nur haben? Kann das sein? Falls, Darth Anakin, falls du das siehst, dann kannst du mir mal sagen, ob man das wechsle durch Drücken von LB, das ist klar. Ob man das einfach im Inventar haben muss oder ob man das ausrüsten muss. Aber es sieht fast so aus, als ob man es einfach im Inventar lassen kann. Zum anderen hat Darth Anakin auch noch gefragt, ob ich nicht mal die Mode zeigen könnte, die ich so habe. Und das machen wir mal. Seine Haare gucken durch den Hut. Haarknoten. Nee, das macht keinen Sinn. Scheitel links. Sonnenbrille. Voll cool. Voll stylisch. Und dann setzen wir ihm noch einen Rucksack auf. So. Yeah. Abenteurer, dessen Haare durch den Rucksack gucken. Warte mal. Ihr verpassen wir jetzt auch noch ein sexy Outfit. Und das lassen wir für den nächsten Dungeon da. So, sie kriegt jetzt schön Schieberschwanz. Oh mein Gott, echt jetzt? Und Teufelsflügel. Oh mein Gott. Haben wir noch was? Guck mal. Nee. Ja, schade. Ja. Oh mein Gott, echt jetzt? Genau deswegen lasse ich das eigentlich ab. Aber Darth Anakin, das ist nur für dich. Und wir gehen jetzt in den Dungeon mit dem Rucksack auf dem Rücken. Theoretisch müsste das ja tatsächlich der Wasser-Dungeon sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Und jo, rein da, ne? Eintreten! Ach ja, das sieht doch ganz danach aus. This is it? It hasn't been eroded by the waterfall at all. If it wasn't recently made, then that means it's using seraphic arts. This ruin must date from the Temperance of Avarost. Krass. Correct. This is Lefay, the shrine of the Trial of Water. It has been some time since we were visited by a shepherd. I'm the shepherd, Saray. I'm the Prime Lord, Lila. You must be a servant of the Water Lord, Amanak. Indeed. I'm Altol, the protector seraph who serves Amanak. I'll get right to the point. What must we do to obtain the spiritual power? My sword! Where? Where is my sword? Back! What? Holy crap! Was zum Henker? There's something above. That is Azura. I've heard of him. A powerful Hellion sustained by rage and able to fight eternally without rest. Is the trial to quell Azura? No. To receive the spiritual power, you must find out the reason why Azura became a Hellion to begin with. Okay. We can't just purify him? We have to know the reason? If you truly are the shepherd, you should know why that is important. Die Flügel. Right. Psychotherapy, my favorite. It isn't called a trial for nothing. I wish you luck. The trial for nothing? Das wäre doch lustig. Guess it's my time to shine, huh? Müssen wir uns jetzt durchschleichen? Das ist ja seine Fertigkeit. Technically.
Aber andererseits brauchten wir im Erdschrein ja auch gar nicht so viel Wasserpferd. Was ist das? What are those things? They look like eyes. That's because they are eyes. I didn't realize arts like this were still alive. Ich bin ja gewillt, da mal reinzulaufen. Ah. Ah. Was? Ganz an den Anfang? Das heißt, ich darf kein Auge übersehen. Oh je. Okay. Dann müssen wir echt aufpassen. Nicht, dass oben an der Decke welche dran sind. Und dann müssen wir ganz am Anfang. Das wäre bitter. So, dann mal durchschleichen hier. La, 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 la. No! Okay, das wird doch etwas komplizierter als gedacht. Beziehungsweise eigentlich nicht kompliziert. Aber dadurch, dass ich natürlich ein bisschen auffliege, wenn das zu früh platzt, naja, mal gucken. Da sind übrigens drei. Ich weiß auch nicht, wie weit man gehen darf. Ah, vielleicht verraten die am Boden das ja. Wow, war das knapp. Also drei wären da schon richtig knapp, glaube ich. So, wie sieht das überhaupt aus hier? Da kann man auf jeden Fall hoch. Okay. Ein Elefant. Echt jetzt? Ein Elefant? Und was ist das für ein Wurm? Naja, gut. Machen wir dich mal platt. 100 Füßler. Schwäche ist Feuer. They say it's the first 100 years that matter. Huh? It's a proverb. Could that relate to the number of legs they have? Its name says it all. Macht das so Sinn, dass die Schwäche von Wasserwesen Feuer ist? Oh ja, mir ist es egal, ne? Aber wundert mich halt ein bisschen, ehrlich gesagt. Wir machen die halt platt, ne? Das ist mir halt relativ egal, aber find's ein bisschen seltsam. Oder es sind gar keine richtigen Flammenwesen, Wasserwesen. Oh, wie schnell das immer alles, ey. Warte, 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 warte. Angriff! Die Musik ist auch schon wieder sehr cool, muss ich sagen. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben bei der Musik in den Dungeons. Die ist nice. Also in den Prüfungen. Auch im letzten, im Erddungeon, die fand ich mega. Die war richtig gut. Das ist ja eher so Klaviergeklimper. Das ist cool. You know nothing, Jon Snow. Dieser Spruch, ey, warum kann er den? Warum sagt er den immer? Das ist doch doof. Ein Elefant, ich glaub das nicht, ey. Ich will nicht gegen den Elefanten kämpfen. Der sieht so lieb aus. So. Da ist die nächste Kiste. 22. Jahr des gemeinsamen Kalenders. Monat des Grün. Der Wasserseraph erschien und drängte mich, zum Hirten zu werden. Er sagte, ich hätte großes Potenzial. Aber kann ein Schwertschmied wie ich wirklich zum Hirten werden? Ist das das Diary eines Shepherd? Ein Swordsmith suddenly visited by a Seraph. Es hört sich ja fast so an, als ob er Hirte werden sollte. Und das aus irgendeinem Grund dann nicht geklappt hat. Und deswegen ist er bestimmt zum Hellion geworden. Ich habe die Story in einer Sekunde, Oh nein. Oh nein. Fuck. Okay. Da muss man ja doch ein bisschen mehr aufpassen. Ich muss auf den Boden achten, ey. Lol. Da geht man da nichts ahnend durch. Ach, fuck. Falsche Taste. Geil. Ja. Das kann sich wohl noch ein bisschen hinziehen hier. Ich glaube, hier sind wir so ein, zwei Folgen beschäftigt, wenn ich so weitermache. Die ist auch recht schön. Die könnte auch aus einem normalen Anime sein. Einfach so zwischendurch Musik. Flupp. La 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 la. Alter, das reicht. Also für mehr als zwei reicht das gar nicht, oder? Ich wüsste nicht wie. Hallo Elefant, da bin ich wieder. Und ich bin wieder weg. So, jetzt muss ich aufpassen. Wobei hier noch nicht, aber beim nächsten. Oh, was bist du denn? Krakenvieh, geh weg. So, Vorsicht ist geboten. Oh! Vorsicht ist geboten. Lass mich in Ruhe. So, verlassen. Okay, wir müssen vorher rausfinden, nehme ich mal an. Was ist das da vorne?
Was soll das sein? Teleportieren? Und wohin? Zurück zum Anfang oder was? Hab ein bisschen Schiss, das zu benutzen. Geil. So, jetzt muss ich aufpassen. Denk auf den Boden achten. Die Zwischenräume gehen ja immer. Das sieht auch noch gut aus. Da ist eine Kiste wieder. Sehr schön. So, 25. Jahr des gemeinsamen Kalenders. Monat des Weisen. Ich bin bereits seit 3 Jahren der Hirte. Ich widme mein Leben den Pflichten, die ich erfüllen muss, aber die Bosheit regeneriert sich dennoch ständig. Ich muss etwas unternehmen. Ich will noch mehr Menschen retten. Ist er denn Hirte geworden? Das finde ich jetzt interessant. Schreien. Oh. Okay, gucken wir mal. Können auf jeden Fall noch höher. Dann gehen wir vielleicht auch nochmal zurück. Boah, ist das verwirrend, ey. Ich nehme an, ich muss jetzt erst alle Kisten finden, oder? Bis ich, 2 Elefanten gleich. Hier ist nix. Okay, da können wir durchgehen. So, hier ist irgendein komischer Raum. Okay, da ist ein Auge. Da ist auch ein Auge. Und da ist nichts auf dem Boden? Really? Was? Hä, warum darf ich den Raum dann nicht betreten? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, guck mal, ein Teleporter. Das heißt... okay. Das heißt, wir dürfen bestimmte Abschnitte überspringen. Das ist doch mal nett. Das erleichtert es zumindest ein wenig. Auch wenn ich das noch nicht ganz durchblickt habe, warum ich zum Beispiel da jetzt auf einmal nicht raufgehen durfte. So. Also ich würde sagen, wir gehen erstmal nach ganz oben. Also beziehungsweise so hoch wie möglich. Ich denke mal, wir müssen dann eh noch jeden Raum durchflügen, aber vielleicht können wir so alle Orte freischalten. Wie ich einfach an jedem Gegner vorbeirenne. Ist eigentlich gar nicht so clever. Gerade wenn ich im Hinblick auf den Endkampf wahrscheinlich. Da sind 2 Truhen sogar. Erhalten all Heilmittel getränkt. Das ist doch schon mal ganz gut. Da haben wir schon mal was zum Heilen. Oh, jetzt werde ich gleich um den Kampf nicht herumkommen. 28. Jahr des gemeinsamen Kalenders. Monat des Zyklus. Das ist nicht gut. Die Bosheit legt sich weiterhin über das Land. Tag für Tag. Ich bin hilflos und kann weder den Krieg noch das Chaos aufhalten. Ich bin zwar der Hirte, aber dennoch habe ich nicht genügend Kraft. Ich brauche mehr Stärke, um die Bosheit zu bezwingen. Ach du Kacke. So, was haben die als Schwäche? Die haben Erde als Schwäche. Boots, Boots und Boots. Ich glaube ja fast, der wollte stärker werden, beziehungsweise ist verzweifelt, weil eben die Bosheit so stark ist. Und dadurch ist er dann selber zum Helden geworden, ohne es zu merken. Aber warten wir mal ab. Vielleicht finden wir ja noch mehr raus. Oh, was ist das für ein Raum? Ist ein besonderer Raum scheinbar. Ach du Kacke. Okay. Aber das ist ein neuer Teleporter. Das heißt, ich bin erstmal dahingehend zumindest ein bisschen safe. Kann dann zurückgehen. Und wir werden uns einfach auf den Weg nach ganz oben begeben. Beziehungsweise es zumindest versuchen. Ich weiß nicht, ob das immer klappen wird. Aber schauen wir mal. Ich verstehe diese Zwischenräume nicht. Soll das einfach nur, dass du die Leute abhängst oder was? Oh, Elefant. Da ist eine Truhe. Ein Auge. 31. Jahr des gemeinsamen Kalenders. Monat des Kelches. Endlich habe ich Mithril bekommen. Daraus werde ich ein Schwert schmieden, das mir die Kraft verleihen wird, die mir immer noch fehlt. Macht! 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 Mich dürstet es so sehr danach. Ich kann sie schon schmecken. Man sieht also, er wird... Ja, das stimmt wohl. What did you expect? Oh je. Scheiße. Okay. Das Gute ist,
Was? Wie fies ist das denn? Oh mein Gott. Ah, Gemeinheit. Aber wir wissen jetzt, da ist direkt einer hinter der Wand. Vor allem, ich habe mich gerade nur auf die konzentriert. Da sieht man mal, dass man aufpassen muss hier. Echt. Also wirklich. E4. Wir haben nur E2 und E4. Naja, warum nicht? Ich weiß nicht mal, ob ich richtig laufe, weil das ist schon wieder so ein Riesentempel. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Aber finde ich... Hä? Das war aber das, wo ich gerade war, oder? Gucken wir sich jetzt aber nach. Ja, ist genau das. Nein. Okay, Schwäche Feuer. Aber erstmal muss ich so angreifen, um meine Leiste ein bisschen zu füllen. Gut. So, da ist er weg. Das Ding ist, die stört Flammen jetzt natürlich nicht so sehr, ne? Aber ich kann mich ja so hinstellen, dass genau diese Viecher hier vor mir sind. Und ich die angreife aus Versehen. Ganz aus Versehen. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ja, genau. Stell dich mal so hin. Und treffe ich nämlich genau diese scheiß Kakerlake. So, und nochmal. Und dann kann ich nämlich gleich wechseln. So, guck mal. Das ist genau das, was ich bezwecken wollte. Und jetzt können wir nicht zur Erde wechseln. Ist da überhaupt Erde deren Schwäche? Ja, lag ich richtig. Okay, habe ich mir gemerkt. Und... Oh. Yes. La 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 la. Boots, Boots. Und... Geh down, Mann. Geh doch. Und du auch noch. Ah, sind ja eh noch zwei, von daher. Ich frage mich ja immer noch, wo der letzte Schrein sein soll, ehrlich gesagt. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, tatsächlich. Wo müssen wir überhaupt hin? Na toll. Hier, ich glaube hier lang. Glaube ich. Wir werden es jetzt rausfinden. Ja, es war richtig. So, okay. Hier ist also ein Auge. Das heißt, wir werden jetzt Kugel anmachen. Flup. La 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 la. So. Okay, da sind zwei Augen. Warte mal. Ich frage mich gerade, ob ich jetzt zwei Felder laufen muss oder ob das... Naja gut, okay, versuchen wir es. La 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 la. Sollte geklappt haben. So. Okay, die nächsten Felder sind hier vorne. Das sind die zwei wieder. Oh Mann, ey. Einmal rüber. La 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 la. Und der noch. So, geschafft. Alter Schwede, ey. Warum hält die jetzt so lange, wenn ich eine Tür durchgehe? Ha? Was macht das Sinn? Ich trau mich gar nicht hier rein. Oh fuck. Oh fuck. Okay, da ist nix. Das heißt, ich kann auf jeden Fall einen nach vorne gehen. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Okay, da darf ich nicht hingehen. Aber ich darf hier hingehen. So, jetzt muss ich aufpassen. Hier ist kein Auge ran. Also hier darf ich auch noch hingehen. So wie ich das gerade sehe. Oh Mann, Leute. Da hinten ist die Truhe. Fuck it, ey. Ist da auch ein Auge dran eigentlich? Nee, auf der Seite nicht. Das heißt, jetzt muss ich einen Schritt machen mit dem Zauber. Und hier muss ich zwei Schritte machen mit dem Zauber. Wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler jetzt. So, Feldspatstab. Ja, sehr schön. Aber es hat geklappt, was ich bezwecken wollte. So. Okay, hier können wir natürlich auch noch einen nach vorne gehen, theoretisch. Und jetzt kann ich eigentlich schräg rüber gehen. Oh, oh, das wird knapp, das wird knapp. Alter. Oh mein Gott. Und Elefanten wieder am Start. So.
Oh, ich finde das gerade super spannend. Eigentlich will ich jetzt nicht aufhören, aber die Zeit ist tatsächlich schon vorbei. Oh. Es geht wieder nach unten. Da oben müssen wir nachher hin, glaube ich. Okay. Left and right, up and down, throwing us every which way. Whoever built this shrine's a real piece of work. Such meticulous design. He or she must have labored very diligently. Ein bisschen Schiss. You're a real piece of work. So, 42. Jahr des gemeinsamen Kalenders, Monat der Blüten. Endlich habe ich es vollendet. 20 Jahre harte, unablässige Arbeit sind in dieses Schwert geflossen. Mit diesem Schwert kann ich sie niederschlagen. Die Hellions, die Bosheit, das ganze Chaos. Kann das sein? Also, nur mal so als Vermutung. Kann das sein, dass ihm das Schwert dann geklaut wurde? Und er es eben nicht mehr machen konnte, was er vorhatte? Das vermute ich gerade irgendwie. Weiß nicht warum, aber das sind so gerade meine Gedanken. Und ich vermute, hier sind wieder Augen. Hab Angst. Okay, sieht gut aus. Aber da ist ein Auge. Alter. Hilfe! Da ist auch ein Auge. Das heißt, ich darf auf jeden Fall nicht zur Seite gehen. So, gut, aber an der Stelle würde ich sagen, ist die Folge auch vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir mit unserem Abenteurerhut und unserem Abenteuerrucksack und den scheiß Augen, die uns immer nach unten porten. Das ist alles gar nicht so einfach, aber es macht Spaß und das ist die Hauptsache. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, gebt doch gerne wie immer einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.